In der heutigen Welt, in der das Aussehen und die Zähne eine so wichtige Rolle spielen, werden Behandlungen zur Zahnaufhellung immer beliebter. Viele Menschen streben nach einem strahlenden Lachen, das ihr Selbstbewusstsein stärkt und ihr weiteres Erscheinungsbild verbessert. Doch nicht jeder kann es sich leisten, teure kosmetische Behandlungen in Europa durch ein Viertel rennen zu lassen. In solchen Fällen suchen viele Menschen nach gar ein viertelnstigeren Alternativen im Ausland, insbesondere in der Thai-Viertlerkei. Die Thai-Viertlerkei hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ziel für ein Viertel medizinische und kosmetische Behandlungen entwickelt. Die hochqualifizierten Ärzte und modernen Einrichtungen locken viele Menschen aus Europa und der ganzen Welt an. Die Zahnaufhellung ist eine der häufigsten Behandlungen, die in der Thai-Viertlerkei angeboten werden, und viele Patienten sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Doch wie steht es um die Qualität und den Preis im Vergleich zu europäischen Ländern? In diesem Video werden wir die Zahnaufhellung mit kleinem Budget in der Thai-Viertlerkei und in Europa vergleichen und die Vor- und Nachteile jeder Option herausarbeiten. In Europa sind Zahnaufhellungsbehandlungen oft sehr teuer und können sich auf mehrere hundert oder sogar 1000 Euro belaufen. In der Thai-Viertlerkei hingegen sind die Preise in der Regel deutlich niedriger und können bis zu 50% gar ein viertelnstiger sein. Dies macht die Thai-Viertlerkei zu einer attraktiven Option für ein Viertel eher Menschen mit kleinerem Budget, die dennoch nicht auf qualitativ hochwertige Behandlungen verzichten wollen. Ein weiterer Vorteil der Zahnaufhellung in der Thai-Viertlerkei ist die hohe Qualität der Behandlungen. Die Thai-Viertlerkischen Zahnkliniken werfen ein Viertel gegen ein Viertel BER modernste Technologien und hochqualifizierte Ärzte, die regelmäßig Fortbildungen besuchen und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Viele europäische Zahnärzte haben ihre Ausbildung ebenfalls in der Thai-Viertlerkei absolviert und bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in ihre Arbeit ein. Ein weiterer Vorteil der Zahnaufhellung in der Thai-Viertlerkei ist die kurze Wartezeit. In Europa kann es Wochen oder sogar Monate dauern, einen Termin für ein Viertel eher eine Zahnaufhellungsbehandlung zu bekommen, während in der Thai-Viertlerkei in der Regel innerhalb weniger Tage ein Termin vereinbart werden kann. Dies macht die Thai-Viertlerkei zu einer attraktiven Option für ein Viertel eher Menschen, die schnell Ergebnisse sehen möchten. Ein wichtiger Aspekt, den es zu Bera ein Viertelsichtigen gilt, ist jedoch die Reisekosten. Fa ein Viertel eher europäische Patienten können die Flug- und Unterkunftskosten Fa ein Viertel eher eine Behandlung in der Thai-Viertlerkei zusätzliche Kosten verursachen, die den Preisvorteil zunichte machen können. Es ist wichtig, alle Kosten zu Bera ein Viertelsichtigen und einen realistischen Vergleich der Gesamtkosten anzustellen, bevor man sich Fa ein Viertel eher eine Option entscheidet. Ein weiterer Nachteil der Zahnaufhellung in der Thai-Viertlerkei ist die Sprachbarriere. Obwohl viele Ärzte und das medizinische Personal Englisch sprechen, kann es dennoch zu Missverständnissen kommen, die die Kommunikation erschweren. Dies kann zu Fehlern bei der Behandlung FA ein Viertel rennen und das Vertrauen des Patienten beeinträchtigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachsorge. Nach einer Zahnaufhellungsbehandlung ist es wichtig, regelmäßig zur Nachuntersuchung zu gehen und bei Problemen oder Schmerzen einen Arzt aufzusuchen. In der Thai-Viertlerkei kann es schwieriger sein, eine Kontrolle oder Nachsorge zu machen, besonders wenn der Patient nach seiner Ein-Viertel-Rückkehr nach Hause ist. Es ist daher wichtig, einen Plan für ein Viertel eher die Nachsorge zu haben und sicherzustellen, dass der Patient bei Bedarf medizinische unterste Ein-Viertel-Zung erhalten kann. In Europa hingegen ist die Nachsorge in der Regel einfacher und unkomplizierter, da der Patient seinen Zahnarzt vor Ort aufsuchen kann. Dies kann ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung sein, wo man die Zahnaufhellungsbehandlung durch ein Viertel rennen lassen möchte. Abschließend lässt es sich sagen, dass die Zahnaufhellung mit kleinem Budget sowohl in der Thai-Viertlerkei als auch in Europa Vor- und Nachteile bietet. Während die Thai-Viertlerkei mit niedrigeren Preisen, hoher Qualität und kurzen Wartezeiten punkten kann, ein Viertel es in die Reisekosten, die Sprachbarriere und die Nachsorgebehrer ein Viertel gesichtigt werden. Letztendlich hängt die Entscheidung davon ab, welche Faktoren einem persönlich am wichtigsten sind und welcher Standort die besten Ergebnisse und die geeignete Zufriedenheit bietet.